Ein weiteres Video mit Christian Röhl. Heute wird es richtig spannend, denn er wird uns seine zwei Depots vorstellen für den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Oder etwa nicht, Christian, was ist denn los? Nein, nein, sicherlich nicht. Hallo Richie. Ich bin zunächst natürlich immens traurig, dass ich es anders als lange, lange geplant habe, diesen November nicht schaffe in die USA wegen Corona. Es war eigentlich mein Vorsatz, den Wahlabend in Florida irgendwie bei lauschigem Wetter zu erleben und dann mal zu gucken, was herauskommt. Das werde ich jetzt hier in Berlin machen. Aber es ist natürlich vor allem Interesse an den USA und politisches Interesse, weniger Interesse als Investor. Ich würde es mal auf eine knappe Formel bringen. Am Ende war der Wall Street noch immer egal, wer unter ihr Präsident war. Das heißt also für dich nicht ein Depot für Präsident Biden, eins für Trump, sondern du sagst einfach, ich baue halt ein Depot, das die nächsten Jahre gut übersteht und guck mal größere Sachen als an, welcher Herr, ältere, weiße Mensch dann oben an der Machtspitze der Pyramide steht. Ja, denn wir haben den alten Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Und den sehen wir hier auch wieder, da bin ich ganz sicher. Wir haben ihn vor 4 Jahren auch gesehen. Da haben wir gesehen, wie kurz die Beine sind. Es war vorher klar, eigentlich für alle, Hillary Clinton gewinnt. Und das ist auch großartig für die Wall Street. Sie war ja auch von der Wall Street eifrig gesponsert worden, während man sagte, wenn Trump gewinnt, dann krachen die Märkte. Und genau das passierte in der Wahlnacht. Es ging rasant runter mit dem Dollar, rasant runter mit den Futures, 5-6%. Und dann kam das stärkste, mächtigste Intraday-Reversal, das ich jemals gesehen habe. Und bis dann tatsächlich die Märkte aufmachten, hatte sich alles beruhigt und am Ende schlossen die Aktienkurse sogar im Plus. Man hat sich also an der Wall Street ganz schnell auf die Realität eingestellt und das wird auch jetzt wieder passieren. Es ist natürlich hier für Medien eine großartige Sache. Es bringt viele Klicks, ständig darüber zu sprechen, was ist, wenn die Sache eng wird, wenn Trump nicht aus dem Weißen Haus ausziehen will, wenn am Ende der neu besetzte Supreme Court entscheiden muss und dann die gesellschaftliche Spaltung, wird es einen Bürgerkrieg geben. Ich bin relativ sicher, nach allem, was ich auch aus den Primärquellen in den USA lese, wir werden ein eindeutiges Wahlergebnis haben. Dieses Wahlergebnis wird von den Kandidaten noch entsprechend akzeptiert und umgesetzt. Und egal, wer dann im Weißen Haus sitzen wird, er wird mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben. Das ist Corona, das ist ein ausuferndes Staatsdefizit und das sind natürlich auch Fragen der Technisierung, der Automatisierung, der Gesundheitsvorsorge. Es sind alles dieselben Themen. Und ich frage mich ernsthaft, wie können Produktanbieter jetzt hingehen und sagen, naja, also Trump-Aktien, das sind jetzt Ölaktien. Ne? Also wenn wir einfach in die letzten 4 Jahre gucken und uns anschauen, wie Ölaktien da unter Präsident Trump gelaufen sind, naja, da weiß ich nicht, ob ich den Versuch nochmal machen möchte, sondern es geht darum, gute Unternehmen zu finden, die Antworten auf die Fragen der Zukunft haben, die damit Geld verdienen mit diesen Fragen und diesen Antworten und nicht mit diesem billigen Kalkül, was könnte jetzt kurzfristig davon profitieren. Vielleicht kann man da ein bisschen zocken, aber it's not mine. Und meistens gehen solche politischen Zocks, siehe 2016, in die falsche Richtung. Das heißt also, du glaubst auch nicht, selbst jetzt, wenn Biden anstatt Trump gewinnen würde, dass sich irgendwie groß was an der Zusammenarbeit oder eben Nicht-Zusammenarbeit mit China ändert? Weil man hat ja jetzt auch schon gehört, dass der Richtungswechsel von Biden in der Außenpolitik nicht so groß sein könnte oder dürfte. Also auch nicht für dich, die sage, juhu, alles ist gut, die Krise und die Wirtschaftskämpfe, die wir da spüren, sind vorbei. Nee, also ich frage mich auch ernsthaft, warum werden demokratische Präsidenten immer so als Friedensengel dahingestellt? Ja, sondern Joe Biden wirbt ja auch zu Recht um Stimmen der Arbeiterklasse, hat eine sehr, sehr klare Position auch gegenüber China. Dann gibt es auch in Europa immer die Hoffnung, naja, wenn Biden dann ins Weiße Haus einziehen sollte, dann wird das transatlantische Verhältnis wieder besser. Naja, es gibt vielleicht keinen mehr, der irgendwelche doch reichlich simplen Sprüche zur NATO
rausrülpst. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, das Verhältnis zwischen den USA und Europa hat doch schon unter dem hierzulande ja geradezu vergötterten Präsidenten Barack Obama immens gelitten. Unter Barack Obama hat es ja schon angefangen, dass sich die USA viel stärker in die pazifische Richtung orientiert haben. Und das wird unter Biden, der sein Vizepräsident war, nicht anders sein. Da würde ich sagen, leider jeder, der jetzt zugeschaut hat und gehofft hat, mit Stift und Papier dazusitzen und die wichtigsten Trump- und Biden-Werte aufzuschreiben, um das Depot nachzubauen, sind vielleicht enttäuscht. Vielleicht aber auch andere, die einfach jetzt ein bisschen beruhigter sind, die auch deiner Meinung sind und sagen, mittelfristig, du hast es gesagt, die Wirtschaft muss laufen. Wir müssen gucken, dass irgendwo die Geldpolitik halbwegs im Zaum gehalten werden könnte oder wieder zurück ins Zaumzeug gelegt wird, weil momentan ist ja ziemlich wild, das kleine Pferdchen. Und ich glaube, es sind wichtige Aspekte, als wer dann wirklich im Weißen Haus im Oval Office sitzt. Ja, und man muss natürlich ein Auge haben auf die geopolitischen Themen, zum Beispiel die Spannungen im südchinesischen Meer, auch der Nationalismus Japans mit Richtung China wird in den nächsten 4 Jahren sicherlich ein Thema werden. Und da werden sich die USA irgendwie positionieren müssen. Und wenn wir über Bedrohungsszenarien sprechen, dann finde ich zum Beispiel die Situation in der Eurozone, insbesondere auch jetzt mit dem Quasi-Lockdown des Tourismus in Spanien, wieder viel bedrohlicher als das, was wir möglicherweise in den USA vielleicht sehen könnten. Das lasse ich einfach mal unkommentiert stehen. Da gibt es genug, über was man sich noch Gedanken machen kann, soll und muss und nicht nur auf Anfang November fokussieren, sondern wirklich auch etwas drüber hinausschauen. Vielen Dank für deine Zeit, hat wieder Spaß gemacht und allen zu Hause, wenn ihr andere Meinung habt, wenn alle daheim, die jetzt das Video auch unterwegs das Video angeschaut haben, ganz klar der Meinung sind, nein, ich muss mein Depot vorbereiten, dann schreibt uns das und schreibt vielleicht auch, was ihr dafür tut. Vielen Dank fürs Zuschauen.